Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Unpacking für euch. Es ist Weihnachten und ich habe ein Päckchen bekommen. Yay! Ja, Steffi und ich, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß das, schicken wir uns ja immer zum Geburtstag und zu Weihnachten ein Päckchen. Und habe jetzt die Freude, dieses Päckchen auszupacken. Ich liebe ihre Päckchen. Die waren bisher immer so schön und so grandios. Man sieht, dass sich jemand Gedanken macht um einen, was man da reinpackt und nicht einfach irgendwas wahllos reinpackt. Und das freut mich sehr. Ich mache nämlich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr bei den Geburtstagswichteln, beim Booktube-Wichteln und keine Ahnung was mit, weil das alles immer so... Also ich will nicht sagen, dass da Kack drin ist, weil das war bisher nie der Fall, aber es sind halt einfach Dinge, wo ich manchmal denke, naja, die Person kennt mich halt einfach nicht besser. Und wenn ich da hinschreibe, ich mag halt gerne Hasen, dann kriegt man vielleicht halt die 500. Figur von einem Hasen oder halt Sticker von Hasen oder sonst irgendwas. Nicht alles davon kann man gebrauchen und bei diesem Päckchen, da freue ich mich immer sehr, weil Steffi kennt mich sehr, sehr gut und weiß ganz genau, was ich mir wünsche und wie sie mir eine Freude machen kann. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich habe schon mal aufgeschnitten, also ich habe noch nicht reingeguckt, das ist noch komplett zugedeckt, ich weiß noch gar nichts, aber ich habe schon mal aufgeschnitten, damit ich hier nicht so viele Rumgedöns mache. Ich mache mal, oh Gott, ist schon wieder total voll. Also ich mache mal jetzt dieses Gedönspapier mal hier weg, damit ich an die Päckchen dran komme. Also es ist wieder sehr randvoll eingepackt und mit einem sehr, sehr schönen Papier. Also mal nicht rot, blau, grün, wie man sonst so Weihnachtspapier kennt, sondern tatsächlich schwarz-weiß. Finde ich total mega cool. Ja, das Obligatorische, die gute Schokolade. Ja, ich habe tatsächlich noch nicht komplett den Jahresvorrat aufgebraucht. Es sind noch einige da. Aber naja, man kann ja nie genug Schokolade haben, ne? Die gute Schokolade, das ist einfach die geilste Vollmilchschokolade, die es gibt. Es gibt sie tatsächlich bei uns auch hier in Hessen, weil Steffi kommt aus Bayern. In Hessen gibt es die jetzt auch in den DM, habe ich gesehen. Also freue ich mich sehr darüber. Das Schokolade geht ja immer. Dann, die sind ja auch nicht dumm durchnummeriert, oder? Nö, dann lege ich einfach los. Ich würde mich freuen, wenn dir die gefällt. Hashtag nachhaltig. Seife. Es riecht ein bisschen nach Seife. Mal schauen. Oh ja. Oh, es ist eine feste Duschseife. Das hatte ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich habe meinem Mann vor kurzem eine feste Duschseife gekauft. Weil er jetzt auch mal langsam auf nachhaltig umsteigen möchte. Oh, es riecht voll gut. Magic Forest. Märchenhafter Duft. Ja, steht jetzt halt nicht, was für ein Duft das ist. Es hat schon so ein Anhängerbändchen, wo man das halt so dranhängen kann. Ist von Balea und eine Limited Edition für den Winter. Ich werde es auf jeden Fall sehr bald ausprobieren. Ich bin absolut nicht abgeneigt, dem von den flüssigen Duschgel wegzukommen. Bei Shampoo tue ich mich tatsächlich schwer, weil ich da so einige ausprobiert habe und meine Haare gehen da irgendwie nicht konform. Das geht irgendwie nicht. Aber Duschseife, da hätte ich jetzt absolut nichts dagegen, da umzusteigen. Das habe ich mir auch schon mal beim Lush mal gekauft und das war, fand ich richtig cool. Das hat so ein Film auf der Haut hinterlassen. Also ja, es brauchte sich halt einfach nur extrem schnell auf. Ich hoffe, dass die hier so ein bisschen länger hält und ja, dass ich das länger was davon habe. Du wirst schon wissen, wofür du die kleinen Kerle brauchen kannst. Okay. Krieg ich jetzt Männer geschenkt? Was ist das denn? Das sieht aus... Wie süß! Hast du die selbst gehäkelt? Hast du die selbst gemacht? Gott, ist das süß. Kannst du sowas? Wie cool. Das sind so Teebeutel.
Gehäkelte Teebeutel, die sind so süß. Die haben ganz süße kleine Gesichter, ein grünes und ein lilanes. Die sind so Teebeutel. Oh Gott, sind die süß. Oh mein Gott. Die kommen in meinen Schrank, Bücherschrank oder am Weihnachtsbaum. Ich weiß es noch nicht, aber ich will die auf jeden Fall so hinstellen, dass man die sieht. Wie geil ist das denn bitte? Oh Gott, sind so süß. Ich raste aus. Ich denke, die hast du bestimmt selbst gehäkelt, oder? Krass. Voll toll, dass du sowas kannst. Ich kann ja gar nicht häkeln. Die sind so schön. Vielen Dank. Mega. Gott, die sind so süß. Ich liebe ja Tee. Also Tee ist absolut mein Favorit. Ich kann alles mit Tee zugleistern, deswegen ich liebe Tee. Da steht tatsächlich nichts drauf, aber ich vermute mal, dass das eine Tuchmaske sein wird oder irgendwie eine andere Art von Maske. Vermute ich mal. Ja. Ah, das ist die passende Tuchmaske Magic Forest mit märchenhaften Duft zu der Seife. Da bin ich sehr gespannt. Rezeptur ohne Mikroplastik. Das ist immer sehr gut. Sehr gut. Biologisch abbaubares Tuchmaterial, auch sehr praktisch. Feuchtigkeit spendend. Ja, voll cool. Dann werde ich sehr, sehr lecker riechen. Gott sei Dank habe ich keinen Hund, der mich dann irgendwie anbeißen möchte, weil ich so lecker rieche. Nein, war nur ein Scherz. Nein, aber ich finde ich süß. Und es ist auch diese Limited Edition mit dem märchenhaften Magic Forest. Also Tuchmaske. Dann haben wir hier mich bitte zuletzt. Ich bin was ganz Besonderes, okay? Dann legen wir das Päckchen mal zur Seite. Das machen wir ganz zum Schluss auf. Dann haben wir hier die obligatorischen selbstgemachte Karte, die ich wahnsinnig schön finde. Ich hebe die immer auf. Ich habe immer die aktuellsten Karten immer in meinem Bücherregal stehen und die anderen tue ich dann in meinen Sammelbox. Sie macht das alles komplett selbst basteln. Wirklich, wirklich wunderschöne Karte und ja, ich vermisse euch auch und wir vermissen euch auch. Ja, aber nächstes Jahr, wir haben ja schon gebucht, wir sind bald bei euch, wenn Corona nicht noch irgendwie ein Schnippchen schlägt, aber ich denke, im Sommer sollte das kein Problem sein. Dann werden wir uns auf jeden Fall im Sommer wiedersehen. Ich finde die Karte voll schön. Findet wieder ein Ehrenplatz in meinem Bücherregal. So, dann habe ich hier eins. Hört sich echt richtig gut an. Okay, sind das jetzt alles Bücher? Ja, sind noch drei Bücher, okay. Na dann machen wir mal das Buch auf. Sau gut. Ich habe noch im anderen Video, wo ich Four Dead Queens gelesen habe, erwähnt, dass ich mir das auf die Wunschliste gesetzt habe, auf jeden Fall irgendwann lesen möchte, aber mir noch nicht hole, weil ich ja im Moment nicht so viele Bücher kaufe. Aber jetzt habe ich es. Und zwar Into Dark Waters von Astrid Scholte. Das ist eben die Autorin von Four Dead Queens. Und ich fand Four Dead Queens so cool. Das war richtig, richtig geil. Und ich habe mir das auf den Wunschzettel gesetzt, weil ich gesehen habe, das ist dieselbe Autorin. Ich weiß nicht, worum es richtig geht. Also, der weite Ozean bringt dunkle Geheimnisse. Tempest lebt in einer Welt, die fast nur aus Wasser besteht. 500 Jahre zuvor hat die große Flut die Erde fast vollständig zerstört. Doch die Ruinen der versunkenen Städte bergen nach wie vor wertvolle Schätze. Als Taucherin riskiert Tempest täglich alles, um ihre tote Schwester Elisea ins Leben zurückzuholen. Für einen hohen Preis ist sie auf der Forschungsinsel Palindromena für 24 Stunden möglich. Und nur Elisea kennt die Wahrheit über den mysteriösen Tod ihrer Eltern. Doch Tempest hat keine Ahnung, in welche Abgründe sie blicken wird. Ja, es klingt nach einer Dystopie. Es klingt nach sehr, sehr coolem, wieder einbändigen Fantasy-Dystopie-Buch. Ich freue mich mega. Also vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber, dass ich es jetzt habe, weil, wie gesagt, ich wollte es nicht kaufen wegen meinem Kaufverbot, aber ich wollte es unbedingt eigentlich lesen und jetzt darf ich es lesen.
jetzt kann ich es lesen. Ich habe hier keinen Platz, wo ich es hinlegen soll. Okay, ich lege es mir mal auf diesen Stapel. Dann, das hört sich nach einer DVD an und kein Buch. Liebling von Steffi. Mal schauen. Das ist noch neu, original verpackt. Wow. Wir schenken uns keine neuen Sachen. Ich habe das, ich muss also sagen, ich habe das ja schon als DVD zu Hause, aber ich wollte unbedingt noch die besser qualitative Blu-ray-Edition unbedingt haben. Und jetzt habe ich die Prinzessin Fantagiro, die Komplettbox mit 5 Discs in Blu-ray. Ah, voll gut. Ich liebe, 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 liebe diese Serie und ich freue mich schon so drauf, wann ich die mit meinen Kindern mal gucken kann, weil ich finde, das ist noch ein bisschen zu gruselig teilweise, um sie jetzt schon mit denen zu gucken. Von daher warte ich dann noch ein bisschen. Ich bin so, oh, ich freue mich so. Oh, das ist so ein Kindheitserlebnis und Kindheitserinnerung. Ich liebe, 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 liebe Fantagiro, auch wenn ich immer der Meinung war, dass ich Tarabas viel lieber mag als Romualdo. Ja, Romualdo war so eine Lusche. Ich habe nichts dagegen, dass Frauen, die emanzipiert sind und den Mann retten, absolut habe ich nichts dagegen, aber er war einfach wirklich so eine hohle Nuss, die sich immer irgendwie hat entführen, einfrieren, einschläfern lassen und sie musste ihn dann immer retten. Also sehr emanzipiertes Film eigentlich, weil sie halt die Protagonistin ist, die Retterin. Ja, ich liebe es. Ich liebe Fantagio. Ich weiß, was ich gucken werde die nächsten Tage. Und dann haben wir ein großes, schweres Buch. Lass dich inspirieren. Bin ja mal gespannt. Also es ist ziemlich groß. Und ich gucke mal, womit ich mich inspirieren lassen soll. Oh, das ist so schön. Kennt ihr das, wenn ihr Bücher ganz toll findet und ihr die unbedingt haben wollt, aber eigentlich sagt ihr euch immer, es ist mir irgendwie zu viel Geld, um es dafür auszugeben, weil man nicht weiß, werde ich tatsächlich was daraus ziehen oder ist das nur so, ja, es sieht gut aus, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist so ein Buch. Ich finde es wunderschön. Ich finde die Fotos da drin absolut genial. Ich habe mir das mal im Laden angeguckt und allein durch Reingucken auf diese Bilder fühlte ich mich irgendwie so abgeholt. Ich weiß auch nicht. Also es ist absolut ein Bildband von dem, wenn ich nichts davon mir irgendwie mitnehme. Ich gucke es mir einfach gerne an und zwar von Anna Johnson. Inspire Yourself, dein Kreativbegleiter. Ich finde dieses Buch, also allein schon dieses Cover, finde ich einfach absolut meins. Aber auch wenn man da reinblättert, da sind so Bilder drin, die sind so wunderschön. Also es ist einfach, ich weiß nicht, das inspiriert mich einfach. Diese Schönheit, also hier sind halt Deko-Ideen, Aufräumtechniken, ja, Ideen, wie man halt Fotos auf Instagram gestalten kann, Rezepte, ein Fotobuch gestalten, eine Girlande machen, so Halloween, also richtig, richtig cool. Das ist halt auch ein Halloween-Outfit. Also mega. Ja, wie schminke ich mich zu Halloween? Total cool. Wie gestalte ich meine Fußmatte? Wie mache ich einen Boho-Wanddeko? Ja, also eine Bucketlist. Natürlich auch Fotos von Anna Johnson. Anna Johnson ist ja auch auf Instagram sehr bekannt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... hier gibt es auch noch ein Punschrezept für Weihnachten. Ich habe tatsächlich nichts von ihr gesehen. Also ich folge ihr nicht auf Instagram. Ich habe... keine Ahnung von ihr, aber ich fand halt, dieses Buch ist mir damals ins Auge gestochen. Seitdem stand es auf meiner Wunschliste. Es kostet halt 20 Euro. Ich
gebraucht sogar, was mir immer noch meistens so bei 18, 17, 16 Euro immer noch zu teuer, weil ich eben immer gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich da wirklich halt sehr viel Nutzen daraus ziehe oder ob es wirklich einfach nur so ein Bildband wird, dass ich mir einfach regelmäßig angucke, um einfach mal in den Fotos zu schwelgen. Es gibt ja so, ich habe so Bildbände zu Hause, so Tierbildbände zum Beispiel oder Minimalismus-Bildbände, die einfach sehr viele leere Räume und sowas Design, Minimalismus-Design zeigen, die mich einfach nur so ein bisschen erden. Also ich gucke sie mir einfach gerne an, weil es mich einfach, ich kann das nicht beschreiben, aber es fühlt sich halt total toll, in diesen Bildbänden zu schwelgen, irgendwie so, das durchzublättern und sich das vorzustellen, dass man vielleicht das irgendwann mal auch so hinkriegen würde. Oder selbst wenn gar nicht daran denke, dass ich es so machen würde, sondern einfach dieses Bild macht was mit einem. Und ich glaube, dass das hier auch so ein Bildband sein wird. Ich werde es natürlich aber auch lesen und gucken, was ich davon tatsächlich für mich als Nutzen ziehen kann. Gerade was uns ausmisten und sortieren und Ideen für Krimskrams und sowas aufbewahren drin ist, wird natürlich auf jeden Fall durchgearbeitet. Also ganz, ganz, ganz tolle Idee. Ja, das war das letzte Buch. Und dann haben wir ja noch dieses Geschenk, wo es steht, das ist was ganz Besonderes. Das soll ich als allerletztes aufmachen. Deswegen mache ich das natürlich als allerletztes jetzt auf. Und bin sehr gespannt, was es ist. Aha. Es ist auf jeden Fall was Selbstgebasteltes. Es sieht wunderschön aus mit dieser Rose. Und dann kann man das hier so oben abziehen. Oh Gott, das sind alte Fotos von uns. Oh Mann. Ich habe Gänsehaut. Das muss mal rausziehen. Oh Mann, wenn man sich selbst dann auch mal so sieht, wie man so vorher ausgesehen hat. Oh, das sind teilweise unsere ersten Fotos von unseren ersten Booktuber-Treffen auf der Buchmesse. Oh, ich weiß, das ist genau das Foto, das allererste Foto, da habe ich das erste Mal live gesehen auf der Buchmesse. Oh, wie cool ist das denn? Und das Foto, wo ihr dann endlich mal auch hier wart, das erste Mal. Da hatte ich einen Überraschungsbesuch an meinem Geburtstag, das habe ich euch ja bestimmt im Video auch erzählt. Die beste Geburtstagsüberraschung aller Zeiten. Das war tatsächlich, also das war so krass, als ihr dann tatsächlich vor unserem, vor unserer Tür standet. Also wirklich, also das ist wirklich was ganz Besonderes. Das hast du so schön gebastelt. Und die Texte. Oh, du hast dir so viel Mühe gegeben. So viel Mühe. Und als du mein Päckchen ausgepackt hast, Steffi, hast du gesagt, dein Päckchen ist nicht so prall gefüllt. Hallo, ich finde allein das hier ist schon Gold wert. Das ist mit Liebe gemacht, mit Zeit, die, ich finde, Zeit ist das Kostbarste, was man jemandem schenken kann. Und da hast du mir Zeit geschenkt. Ganz, ganz viel Zeit, dir sowas zu überlegen, sowas zu basteln. Das ist so wunderschön. Ich bin platt. Und auch diese Teeblätterchen, Teebeutelchen. Also, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du die selbst gemacht hast, sonst nehme ich zurück, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das ist ja auch Zeit, was halt einfach investiert wird, wo du dir Gedanken gemacht hast. Ich mag Tee und dann hast du mir Teebeutelchen gemacht und die sind so süß. Wahnsinn. Ich bin wirklich, wirklich überwältigt. Das sind ganz tolle Dinge. Was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, es sind Dinge, wo man sieht, derjenige hat sich Gedanken gemacht. Die Steffi hat sich wirklich überlegt. Es sind jetzt nicht ganz viele Bücher, die mich jetzt voll überhäufen, weil sie weiß, dass ich gerade im Moment so ein bisschen an Reduzieren bin. Es sind
zwei Bücher und es ist eine DVD, die ich mir schon ganz lange wünsche. Es ist was zum Verzehren, damit es nicht irgendwie angehäuft wird. Auch das hier ist was Nachhaltiges. Also sie kennt mich einfach so gut und deswegen liebe ich einfach diese Pakete auspacken, weil das halt einfach, es ist halt einfach etwas, wo ich merke, dass es, da hat sich jemand ganz viel Mühe gemacht und ja, ganz toll. Vielen, 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 vielen Dank. Wirklich, es ist alles, alles ganz toll und ich finde überhaupt nicht, dass dein Päckchen irgendwie zu wenig und zu klein ausfällt oder sonst irgendwas. Ja, also gerade die Teebeutelchen und die Fotobox, die ich euch leider nicht zeigen werde, weil das da unsere persönlichen Fotos drauf sind. Da ist auch auf einem Foto, meine Kinder sind da drauf. Die zeige ich ja nicht im Internet. Ja, also das ist so mein persönliches Geschenk. Das ist für mich. das ist gerade einfach, das hat mich wirklich gerade umgehauen. Also das ist wirklich super, super liebevoll. Und ich finde diese Teebeutel so cute. So einfach. So eine einfache Idee und so, so cool. Also, und das ist einfach, also dieses Fotoalbum, das werde ich sehr, sehr, sehr im Ehren halten. Das ist wie so eine Revue passieren in unserer Freundschaft, ne? Hätte ich damals nicht mit BookTube angefangen, dann hätten wir uns nicht kennengelernt und dann hätte ich diesen tollen Menschen, der du bist, wirklich verpasst. Ja, also. Ich hoffe, auch allen anderen, die zugeguckt haben, hat dieses Video gefallen und ihr freut euch mit mir über die ganzen Sachen. Ich bin richtig, richtig, richtig begeistert, geflasht und alles. Also vielen, vielen Dank. Ich bin so ein bisschen sprachlos. auf jeden Fall freue ich mich über alles und freue mich vor allen Dingen auch über dieses Astrid Scholte Buch. Ich kann es dann endlich lesen und habe es mir nicht selbst gekauft. Ja, es landet trotzdem auf meinem Sub und ja, ich muss es trotzdem irgendwann mal weglesen, aber es zählt nicht zu meiner Buy-Challenge. Ich habe nichts gekauft. Deswegen, ja. Und Stand heute habe ich auch tatsächlich kein einziges anderes Buch zum Weihnachten bekommen. Ich habe Geld bekommen, also ich könnte mir davon rein theoretisch Bücher kaufen, aber ich kann mir auch was anderes davon kaufen. Also ich habe keinen Subanstieg über Weihnachten zumindest. Ich habe bald Geburtstag, aber das zählt dann schon wieder im Januar. Deswegen, ja, ich denke, das ist ein guter Schnitt. Und ja, was soll ich noch sagen? Außer ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist ja Überraschungszeit und ich bin da gerne immer noch ein kleines Kind und freue mich auf Geschenke. Also, das war's von mir. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann.